Ja, hallo. Ich habe gehört, ihr kommt gerade direkt von einem Wettbewerb. Ja, genau. Also wir waren in den USA bei einem Wettbewerb, der heißt Madrove Competition. Und zwar geht es darum, dass man einen Roboter baut, der unter Wasser verschiedene Aufgaben lösen kann. Und da haben wir letztes Jahr angefangen zu bauen und uns ein Konzept zu überlegen. Und ja, dann haben wir die Qualifikation geschafft und sind dorthin geflogen. Und wo wart ihr da genau? Das war in Kingsport in Tennessee und da gab es eben dann das Aquatic Center, das war im Prinzip ein großer Swimmingpool und da haben dann alle Teams antreten dürfen. Jeder hat seinen eigenen Spot gehabt, wo er eben den Roboter dann betreiben durfte und die Jury hat es dann halt bewertet. Ich habe da gehört, ihr habt eine richtig gute Platzierung gemacht. So sieht's aus, genau. Also wir waren in einer Klasse, die heißt Pionier. Es gibt im Prinzip drei Hauptklassen, die Ranger, die Pioniere und die Explorer. Und die Pioniere stehen im Prinzip dafür, dass sie im Prinzip zum ersten Mal dabei sind. Das waren wir auch. Deswegen durften wir in der Klasse beitreten, beziehungsweise mitmachen und haben uns gleich schon mal den vierten Platz gesichert. Sind darauf auf jeden Fall ziemlich stolz. Nächstes Jahr durften da leider dann nicht mehr mitmachen. Da sind wir dann wirklich in der Gruppe der Experten unterwegs, der Explorer dann. Und da wird es dann für die Challenge auf jeden Fall noch ein bisschen größer. Müssen wir bis dahin auf jeden Fall einiges arbeiten. Aber für das erste Mal läuft es ganz gut. Wie läuft so ein Wettbewerb ab? Wie kann ich mir das vorstellen? Was auch echt super ist an dem Wettbewerb, ist, dass man nicht nur das Bauen von so einem Fahrzeug lernt, sondern einfach auch das Drumherum. Also der Wettbewerb ist so aufgezogen, dass man zum einen sein Produkt später im Wasser präsentieren muss, aber auch an Land eine Präsentation halten muss, eine Dokumentation abgeben, das Ganze vermarkten muss. Deswegen haben wir hier auch unser Marketing-Display, das ist unser Plakat. Da ist ganz streng eben festgelegt, welche Kriterien das erfüllen muss und dann wird es eben auch noch bewertet. Und wir haben jetzt zum Beispiel im Marketing-Display und in der technischen Dokumentation den zweiten Platz belegt, worauf wir eben auch sehr stolz sind. Wurde das Ganze nicht auch live auf Twitch übertragen? Genau, also genau. Die ganze Competition ist tatsächlich auch auf Twitch zu sehen. Da kannst du ja auch nachträglich nochmal anschauen. Also der Video-Feed praktisch aus dem Becken unten und oben ist übertragen worden, live damals. Und kann man jetzt im Prinzip nochmal anschauen, wird für immer im Internet stehen. Und man kann uns praktisch da dann auch verfolgen ein bisschen und hoffentlich dann auch nächstes Jahr wieder. Wer weiß. Genau, man sieht auch den Livestream unter Wasser sogar, was auch sehr spannend ist, weil das sieht man ja selbst sonst sehr selten. Es war von der Competition selber. Genau, also die hatten eigene Roboter, praktisch auch solche Roboter, die halt im Prinzip nur das Videofeed im Prinzip geliefert hatten und haben das dann praktisch dann über die ganze Welt übertragen, also auf die ganze Welt übertragen und kannst es einem angucken. Es gab auch noch zusätzlich Taucher, die haben das dann auch nochmal speziell angeschaut, aber. Das kostet ja alles eine Menge Geld. Habt ihr da auch Sponsoren gehabt? So sieht es aus, genau. Also unser Hauptsponsor, der Schuler und Andres und Hauser, haben uns ordentlich was gespendet. Genau, haben uns mehr die Flüge gezahlt, was natürlich uns sehr weiterhilft, weil wir sind noch sehr neu. Also das Team gibt es jetzt erst seit eigentlich diesem Semester, bzw. letztes. Und da überhaupt Sponsoren zu finden, die da bei sowas mitmachen, die uns das Vertrauen entgegenschieben, mehr oder weniger, dass wir da dann auch was reisen dort und also sind wir auf jeden Fall sehr froh, dass Schule und Edison Hauser ordentlich Geld gespendet haben. Was uns auch noch sehr viel gebracht hat, waren eben die örtlichen Schwimmbäder, bei denen wir natürlich unseren Roboter im Voraus testen konnten, weil ohne Testen einfach in die USA zu fliegen, das wäre schon sehr heikel gewesen, weil man weiß ja dann nicht, ob es funktioniert oder nicht. Jetzt kommt der offizielle Werbeblock. Könnt ihr den U-Stall für andere Studierende weiterempfehlen? Natürlich, ja, ich würde es jedem empfehlen, der Lust auf Technik hat und nicht nur Fahrzeuge mit vier Rädern. Genau, also mal ein bisschen was anderes. Das Tolle ist, dass wir das erste und einzige deutsche Team bisher sind, die da mitgemacht haben. Und also die Chance, dass man dann da vielleicht dann nächstes Jahr mitreisen darf, ist dann doch sehr groß, würde ich mal behaupten. Weil viele andere Teams, die aus Amerika kommen, müssen erstmal durch die Regionals durch, das heißt durch die Regional-Competitions durch, damit die sich überhaupt qualifizieren. Und wir haben das große Glück, dass wir uns per Videobotschaft mehr oder weniger qualifizieren durften. Und sind dann gleich zur Weltmeisterschaft. Gibt es da spezielle Fachrichtungen? Kann da eigentlich jede oder jeder Interessierte mitmachen?
ist ganz gemischt eigentlich. Also in unserem Team waren jetzt viele im letzten Semester in der Bachelor-Thesis vom Mechatronik-Studiengang. Aber wir hatten auch welche aus dem dritten und vierten Semester dabei. Also bei uns kann eigentlich jeder anfangen, ganz egal welches Semester. Es gibt immer eine Aufgabe, die jemand übernehmen kann. Und wir freuen uns immer über neue Mitglieder.